Und ich grüße euch zu einem neuen Yu-Gi-Oh! Part. Ich habe jetzt mal meinen Emulator ein bisschen anders umgestellt. Ich hoffe, es sieht ein bisschen besser aus. Und wenn nicht, dann schreibt es einfach in die Kommentare, falls es scheiße aussehen sollte. Gut, im letzten Part haben wir uns ja gegen die zwei Lappen hier duelliert. Gegen den guten alten Jack und gegen den guten alten Yusei. Und jetzt schauen wir uns an, was jetzt noch so alles abgeht. Also, ihr müsst euch jetzt halt daran gewöhnen, dass hier der Main-Bildschirm auf der linken Seite ist. Und der Hauptbildschirm hier. Oder habe ich das so richtig gesagt? Ist Main? Main heißt ja Haupt, ne? Scheiß drauf. mein Englisch ist scheiße, müsst ihr wissen. Oh, was machst du denn da? Besonders Kellen hat sich verändert. Vielleicht ist bei jedem momentan die Luft raus. Das kann er laut sagen. Hoch, was geht hier ab? Oh mein Gott, er versucht Selbstmord zu begehen. Nein. Na, was ist denn los? Mehr hast du nicht drauf? Du bist mir nicht gewachsen, du solltest dich nicht mal Duellanten nennen dürfen. Ach, das ist dieser Knirps da. Halt, nein, das ist jemand anders. Ah, Schnief, Schnief. Ich werde jetzt nicht flennen wie ein Mädchen. Außer wenn ich vielleicht zum dritten Mal gegen so einen Lappen verliere. Okay, nicht wieder nochmal eine Anspielung auf diesen Part, wo ich ausgerastet bin. Nein, nein, nein. Heulen macht das auch nicht besser. Komm schon, du bist dran. Mach schon und spiel die lächerliche kleine Karte, die du so magst. Die wird dich auch nicht mehr retten. Ja, gut, dann lassen wir die zweimal alleine. Ich kann mir neue Karten kaufen. Habe ich die Pace dafür? Ich glaube schon. Du kannst Kelly nicht zurücklassen. Du solltest vielleicht ein paar Freunde um Hilfe bitten. Wieso? Ist mir doch egal, was da abgeht. Dieses behinderte Spiel will, dass ich mich da eingreife. Das ist doch nicht mein Problem. Na gut, dann muss ich's wohl. Zivilcourage muss wohl sein. In Klammer, leider, Klammer zu. Was ist los, Janka? Warum zitterst du so? Ich zitter doch gar nicht. Klingt so, als wäre da draußen etwas Großes im Gange. Ich frage mich, was passiert ist. Du erzählst die Geschichte, wie Kellen wegen dieses jungen Duellanten ausgerastet ist. Was für eine atemberaubende Geschichte. Die zwei Minuten, naja. Was wirklich, Kellen? Wir müssen ihn aufhalten. Yay. Ding. Und er hat... Boah, er hat sie von der Klippe geschmissen. Nein, ihr Verlierer solltet aufhören, vor dem Versteck rumzuhängen. Jetzt so ein Sparta-Kick. Egal. Wenn du dich schon duellieren musst, dann gib alles. Hör auf, Kellen! Boots. Ey, was rempelst du mich da an, ey? Ey, du verschwinde! Was glaubst du, was du da tust, Crow? Das möchte ich dich fragen. Was versuchst du hiermit zu erreichen? Ich sortiere die Schwächlinge aus. Und wenn jemand nicht auf unserer Seite ist, ist er ein Feind. Wie wollen wir sonst ganz Satellite erobern? Müssen wir dabei auch wirklich kleinen Kindern wehtun? Aber natürlich müsst ihr das. Ja, müssen wir. Ja, seht ihr, stimmt mir sogar zu. Wir können hier nicht einen mächtigen Duellanten gebrauchen, egal wie alt sie sind. Ich dachte, beim Duellieren ging es darum, jederzeit Spaß zu haben. Egal, wer du auch bist. Was gibt dir das Recht, das zu nehmen? Was? Ich habe genug. Ich bin fertig mit diesem Team. Ding. Crow. Kein Bock mehr, er muss aufs Klo, ganz dringend. Hey, ich dachte, wir wären ein Team. Crow, kehrst du zu deinen Freunden so einfach den Rücken? Hey, was geht hier ab? Hab ich was verpasst? Ah, der muss auch aufs Klo, okay. Jack. Hey, Jack, Crow. You say, wir sind ein Team, oder? Wir sind Freunde, oder? Komm schon, sag was! Ganz dramatischer Moment. Janka! Ich muss aufs Klo. Sorry, Leute. Ganz dringend. Habt Diarrhoe. Schon den ganzen Tag. Macht's gut. Am nächsten Tag! Entschuldigung für diese kurze Unterbrechung.
Gut, dann schauen wir mal nach, wo es hier entlang geht. Und zwar. Was macht denn da so? Hört ihr diese Klacken? Klack, 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 klack. Da gehe ich mich beschweren, das kommt von draußen. Moment, ich gehe mich mal kurz beschweren. Könnt ihr mal mit diesem Geklackere aufhören? Ich nehme gerade auf. Danke. Entschuldigung, musste sein. Die machen trotzdem weiter. Das gibt's doch nicht. Egal. Janka, ich glaube, das habe ich dir noch nicht erzählt. Die Geschichte des Mannes, der ein Satellite befreien wollte. Oh, meine Maus. Vor langer Zeit kam der Mann auf einem sehr merkwürdigen D-Runner in die Stadt. Er kam genau an dieser Stelle und starrte einfach nur in Richtung der Stadt. Jeden Tag, ohne Ausnahme, er kam und starrte. Aber eines Tages kam er nicht mehr. Er fand einen Sinn im Leben. Jetzt wird da oben auch noch gehämmert. Er wollte eine Brücke bauen, um Satellite mit der Stadt zu verbinden. Die Daedralus-Brücke. Jeder sagte, es wäre unmöglich und dass er verrückt sei, auch nur daran zu denken. Aber er gab niemals auf. Langsam dachten die Leute, die sich erst über ihn lustig machten, dass er es vielleicht schaffen könnte. Für die Bewohner von Satellite, die nur den Müll recycelten, der aus der Stadt kommt. Für diesen Menschen ohne Zukunft wurde die Brücke ein Symbol der Hoffnung. Leider tauchten ein paar Leute auf, deren der Bau der Brücke gar nicht in den Kram gepasst hat. Die Wächter. Der Bau wurde gestoppt und der Mann, der ihn begonnen hatte, wurde der meistgesuchte der Wächter. Jeder gab die Idee auf und erklärte von Anfang an. Was? Jeder gab die Idee auf und erklärte von Anfang an zum Scheitern. Okay, meine Grammatik, die Grammatik von dem Spiel, kriegt wieder eine 6. Sie hatten Angst, verhaftet zu werden. Letzten Endes fanden ihn die Wächter. Er hatte zwei Möglichkeiten, sich zu stellen und den Rest seines Lebens eingesperrt zu sein oder zur lebenden Legende zu werden. Er wählte die Legende. Geronimo! Eine Legende, frei von Konventionen und Autoritäten. Deswegen sprang er. Niemand weiß, was danach mit ihm geschehen ist. Aber ich respektiere ihn und sein Ziel sehr. Er ist quasi der Grund, warum ich das Duellieren angefangen habe. Aber jetzt... Crow! Oh Crow, zum Glück bist du her. Hier. Hey, immer mit der Ruhe. Was ist denn los? Was fürchterliches. Kellen kämpft allein gegen diese Wächter. Was? Wo? In diesem Gebäude, das Versteck von Team Schwarz und Blau war. Dieser Idiot, was denkt er sich nur? Janka, trommel alle zusammen und dann helfen wir Kellen. Ich werde nach Jack suchen. Dann du suchst nach Yusei. Er sollte im Versteck sein, wenn nicht, suche nach ihm. Wenn du ihn findest, treffen wir uns am Versteck. Ich zähle auf dich. Ja, und was ist mit den Karten? Ich wollte mir neue Karten kaufen, aber hier werde ich nicht. Ich komme hier nicht weg aus diesem Ort des Todes.
Mit sehr viel Tod und Verderben. Was rede ich hier eigentlich für ein Mist? Egal. Und warum übersteuere ich die ganze Zeit? Egal. Also gut, hier ist der Kartenladen. Ich hoffe, ich habe genug DPs für neue Karten. Und wenn nicht, dann eben nicht. Aus dem Weg, ich will mir neue Karten kaufen. Ich fahre zuerst hier. Willkommen, schau dich bitte um. Alles klar, was wollen wir uns denn kaufen? Wir haben 3000 DPs, das ist super. Vielleicht etwas aus einem neuen Pack. Am besten bei einem Pack, wo wir 0% haben, wie zum Beispiel Power of the Duelist. New Space kommt, kontraktiere sie und ich mache mal wieder Pause. Okay, weiter. Sorry für diese ganzen Unterbrechungen. Und meine A-Taste ist wieder am Durchdrehen. Ich mach's mit der Maus. So. Also, wir können uns jede Menge Karten kaufen. Oh, warte. Ich glaube, ich kaufe mir eine aus diesem Pack hier. Und dann kaufe ich mir noch ein bisschen was von Flaming Eternity. Gut, das sind insgesamt 3000 DPs, was wir jetzt ausgeben. Schauen wir mal nach. Ihr könnt wieder stoppen, wenn ihr euch die Karten anschauen wollt. Verstümmelung des Viechs. Maschinenhund Maron. Vertragserfüllung. Insektenritter. Strafspiel. Na, jetzt so. König Dragoon. Befreiung. Oh Gott, Magier Jire Panda. Guter Goblin, Hauswissenschaftler, Didi Dynamit, Maschinenhund Maron, die hatten wir schon, Mephthys Butlerin, oh Gott, Insektenritter, schweigsamer Schwertkämpfer Level 5, Meteorte Zerstörung, Katzenminze Kätzchen, Magi Gire Panda, Refusionierung, Elementsausbruch. Bewaffneter Samurai Ben Kai. Die hatten wir schon. Die Finsternis. Hex versiegelte Fusion. Stark erzwungener Waffenstillstand. Oh, Blitzeinschlag. Sehr schön. Die tue ich auf jeden Fall gleich rein. Raum Sonnenfisch. Der große Marsch der Tiere. Dass die Yu-Gi-Oh!-Namen immer so lange sein müssen. Naja. Bewaffneter Samurai Ben Kai. Hatten wir schon. Was ist? Egal. Elementausbruch. Insektenritter. Vertragserfüllung. Hatten wir schon. Chiron der Magier. Ultimatives Insekt Level 5. Flammenherrscher. Die kennen wir aus dem Tutorial. In Duell 7 hat die uns Probleme bereitet. Giftzähne. Verstümmelung des Viechs. Hatten wir schon, Vertragserfüllung, Befreiung hatten wir auch schon, Rettungskatze, die ist verboten, Strafspiel, hatten wir schon, Befreiung hatten wir ebenfalls, Aua hatten wir auch, Orbitalbeschuss, verpuppter Delfin, fliegende Untertasse, Musik, Key, okay, Elementalt Neos, Elementalt Dark Neos, Überlastfusion, Schicksalsheld Vermonger, Gehirnwäschestrahl, ohne Werkstatt, jetzt kommen die Karten aus dem anderen Pack, das sehen wir hier ja, ganz links, vom rechten Bildschirm natürlich, fliegende Untertasse hatten wir auch schon, Schicksalsgeist, Kontakt, außerirdischer Jäger, verpuppte Delfin nochmal, Flare Scarab, Aquadolphin, jetzt kommen die ganzen Neo-Weltraum-Viecher, Schicksalsgeist, Baby Kreosaurier, gemeinsame Seele, Kontakt hatten wir schon, Schicksalsheld Blade Master, Wunde Werkstatt, Mausoleum des Kaisers, außerirdischer Jäger, Neo-Weltraum, ein Feldzauber, Zukunftsvision, oh, die ist gut, Schicksalsgeist,
Falscher Hels, Die Wege des Schicksals, Jura Wunderei. Die ist gut, die Karte. Gut für den Dinosaurier-Deck. Dann nochmal ein Fairmonger, Außerirdischer Schädel, Wunderwerkstatt, Schwarzer Stego, Submarine Void, Cyberbeschwörungssprenger, Kontakt, Defender. Die ist auch ziemlich gut wegen der hohen Verteidigung. Obwohl es eine Stufe 4 Monster hat, ist die Verteidigungskraft enorm mit 2700. Der Nachteil ist natürlich, dass der Gegner eine Karte ziehen darf. Schwarzer Stego, Blade Master nochmal, Fossile Ausgrabung, selbe saurige Gehirnwäschestrahl hatten wir auch schon. Fairmonger hatten wir schon, Schicksalskette hatten wir glaube ich noch nicht. Kosmischer Horror, Gangliel. Okay. Verpuppter Elfin hatten wir schon, Kontakt hatten wir schon, Mausoleum des Kaisers nochmal, Blade Master. Und das waren alle Karten. Ja, nur fürs Zwischendurch anschauen. So, gut, dann speichern wir mal. Dann schauen wir uns an, was hier jetzt abgeht. Warum der Crow, Quatsch, der ist nicht Crow, sondern der, wie heißt der, Kellen, glaube ich, ne? Warum es so durchdreht. Er hat wahrscheinlich seine Tage. Finde den Fehler in diesem Satz, okay. Verdammt, wo ist er denn? Ist er im Versteck? Halt, nein, der ist woanders. Nicht, der ist nicht im Versteck. Oder doch, vielleicht doch. Ich schaue jetzt einfach mal nach. Ich werde mich ärgern, wenn ich dann doch im Versteck nachschauen muss, wenn ich dann woanders bin. Deswegen schaue ich jetzt einfach mal dort nach. Ach so, ich muss ja, glaube ich, zu USA. Stimmt ja. Was ist los, Janka? Du siehst etwas nervös aus. Ich glaube, Kellen hat seine Tage. Was, Kellen hat seine Tage? Ich dachte, er würde nur spazieren gehen. Was denkt er sich dann? Was denkt er sich denn? Janka, hey you say, habt ihr schon das Neueste gehört? Kellen hat seine Tage. Nein. Ja, Kellen ist vor einer Weile abgehauen, ohne etwas zu sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass er so etwas vorhat. Keine Zeit zum Reden, wir müssen uns beeilen und Kellen helfen. Okay, ich hörte, dass er sich in dem verlassenen Gebäude befindet, das mal Team Schwarz und Blau gehörte. Dann Beeilung, bevor es zu spät ist. Wir werden uns hier aufteilen. Ich überprüfe den Kellerbereich. Ihr zwei, geht da lang. Wo da lang? Der hat uns nicht einmal eine Richtung gezeigt. Der hat einfach nur gesagt, da lang. Wir gehen hier nach oben. Wenn er noch nicht geschnappt wurde, ist er vielleicht auf der obersten Etage. Lasst euch nicht von den Wächtern erwischen. Sie schmeißen uns hier sofort raus. Sie schmeißen uns hier sofort raus. Okay, hoffentlich ist es nicht wieder so ein Rennen an diese Wächter vorbeispiel, weil solche Spiele hasse ich. Die sind einfach nur nervig. Ha! Ha! Eine Kiste! Und was befindet sich in ihr? Zauberhüte oder magische Hüte, was, whatever. Und ein Speicherpunkt ist hier auch noch. Daten wurden gespeichert. Okay. Oh, dramatische Musik. Ich gehe jetzt einfach mal nach links. Ist zwar nicht mein Gebiet, wo ich eigentlich sein sollte, aber... Oh, ich kann da nicht rein. Mensch, dieses Spiel, das beschränkt uns aber auch auf fast alles. Na gut, ich hoffe, ihr hört gerade nicht meine Tastatur, die ist gerade hinter meinem Mikrofon und wenn doch, dann tut's mir leid. Na gut, dann gehen wir in den ersten Stock. Ich hoffe, da sind keine Wächter. Ich will mich nicht an denen vorbeischleichen müssen. Oh nein, das sieht ganz nach so einem Spielchen aus. Dreck. Hey Wächter, deine Mutter ist scheiße! Oh Gott, er kommt her! Schnell rein, bevor er mich sieht! Okay, hier ist Jack. Und schaut gegen die Wand, okay. Er überprüft wohl die Farbe. Oh Gott. Jetzt müsst ihr hier drauf schauen, da seht ihr, wo sich der Wächter befindet, dieser grüne Punkt hier. Zeigt den Wächter an. Er darf uns nicht erwischen. Okay, langsam, langsam, langsam. Nein! Er hat mich erwischt. Verdammt! Hey du! Ja, genau, du, der da oben so rennt. Du hast hier nichts zu suchen. Verschwinde! Muss jetzt wieder nach oben laufen. Sowas ist nervig.
Dass man immer hin und her laufen muss, das ist einfach nur nervig. Zum Glück gibt es solche Stellen ab den 2009er nicht mehr. 2011er meine ich. In 2009er war es ja noch ganz schlimmer. Noch ganz schlimmer? Na, ihr wisst schon, was ich meine. Okay, jetzt langsam, 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 langsam. Langsam. Leise. Und jetzt rennen, 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 rennen. Boah. Okay, schnell da rein. Nein! Steht ihr da einfach eiskalt und campt da vor der Tür? Hey du, was machst du? Hier ist Eintritt verboten. Verschwinde. Das ist gemein. Das ist gemein. Ich gehe da rein. Da steht da ein Wächter vor meiner Schnauze. Jetzt muss ich nochmal mich an den vorbeischleichen. Das geht mir so auf den Sack. Auf den Sack, ja. Dass man immer neu starten muss. Okay. Und jetzt. Okay. Das ging ja nochmal gut. Aber jetzt, ab ins nächste Erdgeschoss. Erdgeschoss? Ihr wisst schon, was ich meine. Stockwerk. Verdammt. Warum sage ich Erdgeschoss? Hm. Der steht da anscheinend still. Okay. Ich komme nicht so an den vorbei. Aber hier ist eine Tür. Ich gehe mal da rein. Hoffentlich kennt da nicht nochmal ein Wächter. Alles klar, hier ist gehende Leere, aber hier geht's weiter. Alles klar, jetzt sind wir hinter ihnen. Dass er das nicht gemerkt hat, ist ja seltsam, okay. Aber wir haben es geschafft. Janka, das muss es sein. Ich höre Kellens Stimme von dort drinnen. Nein. Da hat wohl jemand einen Asthmaanfall. Kellen! Oh, ihr seid's. Was machst du da? Wie sieht es denn aus? Mir ist endlich etwas klar geworden. Wenn wir die Wächter besiegen, haben wir wirklich ganz Satellite erobert. Komm schon, macht mit. Lass uns diese Typen besiegen. Du kannst nicht klar denken. Das kann unmöglich gegen die alle. Wir können unmöglich gegen alle gewinnen. Oje, eine große Gruppe von Wächtern ist auf dem Weg hier. Lass uns abhauen, alle zum Versteck. Janka, du und Kellen, macht euch gleich auf den Weg zurück zum Versteck. Ich komme nach, sobald ich Crow und Jack gefunden habe. Das ist ja einfach. Ich dachte, das ganze Gebäude wäre jetzt umstellt und man kommt hier nicht so leicht raus. Anscheinend doch. Mistwächter, und zwar viele. Sie können nichts tun, wenn sie nicht in Massen auftreten und Leute terrorisieren. Ich sehe, ihr beide habt es sicher zurückgeschafft. Es gibt eine Menge Wächter dort draußen. Wir dürfen uns nicht so sicher fühlen. Ja, wir sollten uns ruhig verhalten, bis sich alles beruhigt hat. Was? Wovon redest du? Wir können zwar nicht alle auf einmal bekämpfen, aber einzeln können wir sie besiegen. Wir sind Team Satisfaction, das sollte kein Problem für uns sein. Sei nicht überheblich. Ja, wir sind ein großes Team, aber es wäre dumm, gegen alle anzutreten. Das wissen wir nicht, solange wir es nicht versuchen. Es ist ja nicht so, als ob es unendlich viele von denen gäbe. Wir müssen gut planen, bevor wir uns so einen Kampf wagen. Die Sicherheit von Satellite liegt in unseren Händen. Okay, wieder so ein theatralischer Satz. Naja, gut. Ich denke, wir sollten zumindest Leute heute hier bleiben. Verdammt. Wenn wir einfach losstürzen, können wir schnell entdeckt werden. Aha. Seht ihr? So einfach ist das. Niemals. Hat nur jemand eine Alarmanlage aktiviert? Von einem Auto oder sowas? Hey Jack, dein Auto wird geklaut! Was? Egal. Oh Mann, dort draußen sind eine Menge Wächter!
Wir wissen, dass ihr da drin seid. Ergebt euch und kommt mit erhobenen Händen raus. Sieht so aus, als gäbe es keinen anderen Ausweg. Ihr wisst, was zu tun ist. Lasst sie uns angreifen. Wir können es schaffen. Nein, können wir nicht. Unmöglich. Was? Selbst wenn alle von uns kämpfen, können wir das unmöglich gewinnen. Es wird chaotisch werden und wir könnten dabei Unschuldige verletzen. Ich habe eine Idee. Oh wirklich? Und wie willst du uns aus diesem Schlamassel bringen? Das kann ich dir nicht sagen. Vertraut mir einfach. Bist du dir sicher? Warum machen wir es nicht einfach und wenden Gewalt an? Wir können es schaffen! Ich bin für Yusei's Idee. Wenn wir verlieren, werden die Verluste groß sein. Ja, selbst wenn wir dieses Mal entkommen, stecken wir beim nächsten Mal in größeren Schwierigkeiten. Wie lautet denn der Plan? Quojack und Kellen, ihr drei schleicht euch hinten raus. Ohne dass die Wächter es merken. Mal sehen. Geht zur Bowlingbahn, ich treffe euch dort. Yanka, du kommst mit mir. Wir teilen uns also auf, okay? Yusei, Yanka, lasst euch nicht fangen. Ja, stellt keine Dummheiten an. Alles klar, na gut. Mann, das nervt, das geht. Egal. Na gut, aber ihr kommt besser zur Bowlingbahn. Ja. Okay. Ist ja wie bei GTA. Ach, endlich hört dieses Gepiepse da auf. Das ist ja schlimm. Ich glaube, ich werde mich einfach stellen. Ausrufezeichen auf meinem Kopf. Wenn ich sage, dass ich der Anführer bin, nehmen Sie mich fest und ihr entkommt den Ärger. Oder ihr bekommt keinen Ärger, ist dasselbe. Wenn alle Wächter weg sind, geht zur Bowlingbahn und erklärt, was passiert ist. Oder geht zur Bowlingbahn und erklärt, was passiert ist. Ihr seid alle unersetzbare Freunde. Deshalb werde ich alles für eure Sicherheit tun. Unsere Freundschaft ist das Wichtigste für mich. Es tut mir leid, dass ich dich da so mit reinziehe, aber ich zähle auf dich, Yanka. Wie wär's mit einem Abschieds-High-Five oder sowas? Nicht einmal das hast du drauf. Bist du dabei? Danke. Pff. Na gut, daneben. Ich bin der Anführer von Team Satisfaction. Ich habe die Wächter angegriffen. Niemand sonst hat etwas damit zu tun. Was ist los? Nehmt mich schon fest! Du hast recht, unsere Aufgabe ist es, den Anführer von Team Satisfaction festzunehmen. Und genau deswegen haben wir keine Verwendung mehr für euch. Geht nach Hause. Wovon sprichst du? Schaut mal rüber. Aha! Dieser Typ hat seine Tage und muss festgenommen werden. Nein. Wir müssen ihn zu wissenschaftlichen Analysen bringen, damit wir... Okay. Wir haben die zwei... Die beiden waren schon nach Hause geschickt. Ihr Widerstand war vergebens. Gegen Mächte zu rebellieren ist ein ernstes Verbrechen. Glaub nicht, dass du ihn bald wieder siehst. Yusei, du hast mich verraten! Du hast mich verraten, oder? Nein, Kellen, hab ich nicht! Ich schwöre es, ich... Ich dachte, wir wären Freunde, Yusei! Aha, er bewegt sich, ohne seine Füße zu bewegen. Super. Das ist mal realistisch. Yusei! Yusei! Kellen, nein, ich! Und obwohl die Team Satisfaction ganz Satellite erobert hatte... Was ist denn das wieder für eine Grammatik? Verdammtes, scheiß übersetztes Spiel. Okay, ich sag's jetzt einfach mal. Und obwohl die Team Satisfaction ganz Satellite erobert hatte... Das ist grammatikalisch falsch. Zeitlich sogar. Egal. War dies ihr letzter Triumph miteinander? Ich frage mich, ob es Kellen gut geht... Du musst auch erschöpft sein. Wir sollten heute Schluss machen und uns ein bisschen Ruhe gönnen.
Ja, meinetwegen. Erstmal speichern. Lalala. Daten wurde gespeichert. Okay, und ich mache hier an der Stelle Schluss und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es mit der Story weitergeht. Also, macht's gut, euer Janke LP. Ciao.